Aloha, meine Freunde, und seid herzlich willkommen zu Deutschland sucht das Supereisen. Mir fällt gerade auf, meine Mütze wird durch den Greenscreen irgendwie gedingert. Was irgendwie cool aussieht. Ich glaube, ich lasse sie an. Zumindest mich bockt das. Ich weiß nicht, ob das euch bockt. Aber Leute, unser Gewinner vom letzten Superstar ist der Mundo in diesem Game. Ja, Leute, Seka ist das Supereisen aus der letzten Folge. Er war Timo in dem Game. Und jetzt schauen wir uns an, kann er sich in dieser neuen Runde ebenfalls beweisen als das Super Eisen. Er spielt Mundo auf der oberen Linie mit Airy und Exhaust gegen RC oder Riz, Ivan, ja, der Naso spielt. Im Jungle haben wir Iron. Das ist ein guter Name. Wir haben Iron, die 1337 mit Master Yi und Komet. Sag mal, was haben die überhaupt alle mit ihrem Alpha? Im letzten Game auch, ey. Yi mit Elektro. Okay, gegen Marumia, Nidalee Jungle. Ja, zum Glück mit einem normalen Keystone. Obitoka, Kassadin in der Mitte gegen I, Devil Slayer. Jetzt fehlt noch ein XX und dann bin ich zufrieden. Der Ingrid dabei hat. Ja, da nichts dagegen, ich will Lux. Auf der unteren Linie haben wir 100 auf Jinx mit Dakarvis und Markus 3108. Auf Morgana mit Komet, beide mit Heal, beide wollen sich gegenseitig am Leben halten. Was für Ehrenmänner, leider können sie nicht ihre Gehirnzellen am Leben halten, weil sie nicht mal wissen, was sie... Bro? Bro? Oh, warte, das ist Nico. Oh, das ist Nico. Oh, wait, what? Ey, sie hat hier... Moment mal, im besten Jungle sind wir gerade überhaupt? Oh, die sind vier Mann in... Jetzt habe ich mich von einem Eisenspasten verarschen lassen. Was tut ihr? Ey, Leute. Leute, soll ich sagen, was ich mich gerade frage? Wird Marumia schlau genug sein, um den Rap-Buff auf der unteren Seite des Jungles zu holen? Sag mal, Nasos, du bist Level 1! Bro! Okay, das ist kein Lux, das ist Nico. Oder warte mal, ist das jetzt Nico? Nein, das ist nicht Nico! Das ist actually Lux, die nach oben gegangen ist. Okay, 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 I see. Boys, geht doch auf eure Lanes! Oh mein Gott, Alter. Ich frage mich gerade... Was denken die sich denn bei einem Invade? Sag mal, warte mal, ist Jinx AFK? Ey, yo, Jinx ist AFK. What? What, boys? Warum? So. Die einzige Frage, die man sich dann bei sowas mehr stellt, ist, why? Okay, Leute. Wir haben es actually zu den Lanes hin geschafft. Es hat nur 2,5 Minuten gedauert. Wir sind schon mal da. Devil Slayer versucht ja schon mal den Obito richtig runterzupacken. Leute, nur mal so. Obito... Als Charakter in Naruto ist scheiße. Ich habe noch nie... Das muss kurz sein. Ja, Leute, ich bin eigentlich super Naruto-Fan. Aber... Okay, Leute, passt auf. Kleiner Naruto-Spoiler. Für diejenigen von euch... entweder habt ihr Naruto bereits gesehen oder ihr schaut es euch nicht mal mehr an, weil es zu viele Folgen hat, ne? Da ist ein Dude. Der heißt Obito. Sein halber Körper wurde zerstört von einem Stein. Und er will die Welt zerstören, weil seine Ische gestorben ist. Deswegen denkt er sich quasi, ey yo, ich fick mal eben die Welt. Ja, quasi einer auf den. Oh, oben der erste Gang, Irony ist da. Alpha connected, der Komet. Hat er überhaupt Damage gemacht? Dingens tut mir gerade voll leid, Mann, Leute. Leute, was soll hier der Markus großartig machen? Marumia kommt hier mal mitten im Gang an. Kriegt ein bisschen Damage drauf. Obito darf wahrscheinlich in die Base gehen. Tut er natürlich nicht, weil er Eisen ist. Irgendwie verstehen das Prinzip von in die Base gehen nicht. Oh, oh Leute, Seka läuft hier in die Minions rein. Okay, läuft wieder zurück. Leute, nicht vergessen, sein Exhaust ist ready. Wird erst rechtzeitig benutzen, um nochmal zu turnen. Q sitzt, sonst benutzt er nichts anderes. Die W, damit er noch mehr Leben verliert. Der Exhaust, die können um ihn sich den Kill abzuholen. Aber nein. Silent Blade, Ehrenmann. Versucht hier zu predikten, wohin Markus hinlaufen wird mit dem Binding. Aber nicht so easy mit ihm. Markus ist hier an der Seite. Das Binding wird erst benutzen. Ist connected. Er wird hier selbst zurück. Ja, hallo, Skitter. Das war ein krasser Killstil. Oh, Leute. Oh, Leute. Marumia will's wieder wissen. Return Gang wurde hier angesetzt. Hat sich den Flash rausgeholt. Speer connected nicht. Jinx ist immer noch AFK. Oh, sie wird gerade voll gepinkt, Leute. Sie wird gerade voll gepinkt. Vielleicht reicht es ja sogar aus, sie voll zu pingen, damit sie von den Toten wiederkommt. Aber eine Sache solltet ihr mal lernen. In Bronze im Brennpunkt, bei Bronze im Brennpunkt, beziehungsweise Deutschland sucht das Supereisen, ist immer eine Person AFK. Immer. Das wird sich auch nie ändern. Nur ist 100 ein bisschen länger AFK. Ja, dagegen kann man nichts machen. Okay, Platings werden hier schon angegangen. Oh, ich sehe hier den Botgang. Irony mögt das ganze Gang. Hat eine relativ gute Voraussetzung. Kein Binding. Auf den Lux. Skitter hat komplett kein Mana. Er beginnt hier mit dem Alpha und sie bleiben einfach alle stehen.
Okay, die bleiben nicht unbedingt alle stehen. Oh, Leute, diese Kite Mechanics, die sind insane. Er kriegt das Black Shield, aber Marumia hat diesen Gank gerochen. Kommt nach unten. Der Flash wurde gezogen, wird nach dem Speer connecten. Das Binding trifft ihn zwar nicht. Oh, der Speer! Der Typ ist am Smurfen. Alter, der Flash war clean. Der Flash war clean, Leute. Der hat sich komplett rausgeholt. Und Leute, vergesst nicht, am Ende des Videos müsst ihr in die Kommentare reingehen und voten, wer ist für euch das Super-Eisen. Weil die Person, die das Super-Eisen ist, werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mitverfolgen. Ja, es sei denn, es gibt keine Replays, dann hat die Person irgendwie Pech gehabt. Aber ihr wisst Bescheid, was abgeht, Leute. Oh, der ist tot. Der ist tot. Wow, die spielen eigentlich alle. Also, die spielen zwar kacke, aber ich finde so, wenn die was treffen, dann gehen die da richtig ran. Ich finde die Nidalee völlig in Ordnung. Devil Slayer ist zwar, naja, wahrscheinlich ein blödes Stück Brot. Ja, aber die Kombo eben war clean. Die war einfach clean. Ey, sag mal, was machen die da oben überhaupt? Warum hat Zeka nur 10 CS? Ich dachte, Zeka ist ein Troll. Aber mittlerweile, oh, Irony? Ist da unten? Wird er sich nicht killen? Nein, okay, sie ist noch weggekommen. Silent Blade ist noch weggekommen. Das ist hier ein bisschen unlucky. Devil Slayer muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. 10 CS behind. Dann wird hier ein bisschen kritisch für ihn, weil Kassadin hat es jetzt auch aus Level 6. Wir wissen alle genau, jeder von euch, der schon Mitte gespielt hat. Sag mal, kommt Jinx überhaupt wieder? Ich meine, ich bin es gewohnt, dass Leute am Anfang AFK sind bei der Scheiße, aber das ist jetzt hier ein bisschen krasser. Sag mal, warum hat Skitter Press die Tag dabei? Skitter, das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir. Okay, Random Heal. Man möchte halt den Burst gegen Heal, ne? Das Binding sitzt, die W sitzt, kriegt aber leider zu viel Damage zurück. Flash dir raus. Ein Auto-Attack noch von Skidder und die Sache. Oh, Jinx ist wieder da. In der Mitte haben wir eine Fight. Neko, benutzt ihre Ulti, benutzt ihre W und Kassadin zu baiten. Hat sich Kassadin gerade davon baiten lassen? Oder hat er einfach nur Angst, dass er noch stirbt? Okay, Leute. 100 ist wieder. Ist das ein I oder eine 100? Ich glaube, das ist eine 100, ne? Oh, die E sitzt, die Q sitzt, ebenfalls der Auto-Tag. Währenddessen Zeka hier oben einfach nur am Farmen ist. Also ich muss sagen, er gibt Ivan hier gerade wirklich kompletten Free-Farm. Sag mal, wie viel? Leute, 100 hat sich Doras Blade geholt und eine Potion. Okay, er kann sich ja nicht mal BF leisten. Krass. Krass, Leute, er kann sich nicht mal BF leisten. Oh, Leute, Irony ist hier in der Mitte. Devil Slayer haut mit seiner W ab. Ich glaube, der Alpha war nicht ready. Der Komet hat wohl auch nicht genug Schaden gemacht. Der Botlane Tower ist so gut wie weg, Leute. Es sind auch nur zwei Platings da. Vielleicht wird es noch eins. Nein, wir bleiben hier bei zwei. Und jetzt die Frage: Wird 100 abused? Wird 100 sein Comeback? 100? Okay. Nein, war noch nicht okay. Was macht er? Also, entweder chillt er hinten, weil er Angst hat. Oder er ist blöd. Oh, der ist blöd. Ey, 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 Markus, pass auf! Lux ist noch nicht Level 6, Leute, aber wir dürfen eins nicht vergessen. 100 ist fucking AFK. I don't understand. Okay, dann, er ist wieder da. Boah, Leute, allein schon nach diesem epischen Early Invade, denke ich mir so, ey, Bro, Mann, du darfst nicht AFK gehen. Das muss ein Game sein, was man hochladen kann, weil es so episch war. Der Anfang war schon so episch. Ich erwarte hier noch mehr von den Kadetten. Irony mit dem Gank. Okay, er bricht den Gang ab. Bro, 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 nein, 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 lauf! Markus, du hast da nichts verloren! Du bist nicht mal allein auf der Lane! Ich bin mir aber sicher, Leute. Ivan wird das Ganze hier richtig durchrushen. Ivan wird das Ganze hier einfach komplett durchmelden. So, das ist ein Nasus. Ich meine, Leute, guck mal. Er hat das Spiel Free Lane Nasus. Komplett Free Lane. Und er hat 81 Stacks nach 9 Minuten. Ich meine, müsste er nicht jetzt, ich weiß nicht, 150 oder sowas haben? Ich bin jetzt kein Nasus-Main. Aber nach knapp 10 Minuten sind 150 nicht okay? 150, 200 rum? Irgendwie sowas? I don't know. Wie kann der nicht farmen? Wie kriegt er das hin? Okay, okay, okay. Leute, wir müssen ja so objektiv wie möglich bleiben. Und ich verstehe nicht, warum Markus da reinläuft, poppt seine Ulti, stirbt, hat leider kein Backup von 100 bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn 100 ihn geheilt hätte, hätte er das geschafft. Stun wäre geprockt und dann hätte 100, naja, kein Damage gemacht, weil er noch fucking Level 3 ist mit einem Doranz. Ich glaube, er hat wieder DC.
Sag mal. 100! Oh, Leute, ich glaube, das ist einfach die Verbesserung von Bronze zu Eisen. Man ist einfach länger nicht da. Man ist... Man farmt er gerade? Er farmt. Also, ich meine, technisch gesehen farmt er. In der Praxis spielt er gerade Lotto, weil er nicht weiß, ob er diese Minions bekommt. Lässt sich vom Schwert treffen. Bleibt stehen. Wie eine Frau, die den Seestern im Bett macht. Und noch ein Speer connected. Versucht nicht mal zu sidesteppen. Da kann man nichts machen. Leute, das ist schwer. Ich weiß bei 100 nicht, ob er AFK ist. Wenn du rechtsklickst. So. Es könnte der Order-Tank sein. Es könnte legit der Order-Tank sein. Der ist AFK. Warte mal, wir verstellen das Ganze mal. Nee, der ist einfach. Der hat Internetprobleme. Der hat Internetprobleme. Oh, und der Gang Irony kommt ja an. Rechtsklick, Rechtsklick. Flash mit noch einem Rechtsklick. Bewegt sich nicht zwischen den Order-Tanks. Aber unten haben wir auch nochmal einen Fight zwischen Markus und Skitter. Markus will das Ganze wahrscheinlich nicht überleben. Zieht sein Heal, versucht wegzulaufen. Reicht die Boom Speed aus, damit er vielleicht noch wegkommen kann. Skitter, Flash! Auf der Stelle oder war das ein Visual Bug? Ein Moment. Hier das 1 gegen 1. Unglaublich clean gespielt. Das Black Shield absorbiert eine Menge Schaden. Die W, die Proc, der Heal, Proc ebenfalls. Okay, okay, okay. Na Mann, ist. Bam, Alter. Gefickt. Ehre genommen. Vorhaut genommen. 300 Gold auch genommen. Wobei ich weiß nicht mal, ob Markus immer noch 300 Gold wert ist. Sag mal, Seka, du stirbst. Ich glaube, Seka versteht nicht, dass seine Fähigkeiten ihm actually Leben abziehen. Oh, Leute, lass doch 100 am Leben. Lass ihn eine Runde Liga der Legenden spielen. Marumia im Fight gegen Irony, der Speer. Ich weiß gar nicht, ob er Jo gerade connected hat. Aber die laufen einfach weg. Die laufen einfach weg. Like, what? Okay, unten wird komplett weiter reingepusht. Beide Jungler scheint das nicht zu interessieren. Aber Seka interessiert ist. Seka kommt nach unten. Mal gucken. Vielleicht kann er diese Lane hier carryen. Ne? Seine eigene Lane könnte er schon nicht carryen. 38 CS. Nach 12 Minuten macht er den Lane-Gang. Nein, er geht außen rum. Er sneakt sich durch. Es sind keine Wards da. Leute, nicht vergessen. Er ist Level 8 gegen Silent Blade. Ebenfalls Level 7. Skitter Level 8. Der erste Kill auf Markus wurde hier gerade abgeholt. 100 scheint AFK zu sein. Die Kopflos. Die Ulti. Das Binding. Wird er es überleben? Ich denke nicht. Das sieht sehr schlecht aus. Eine Lux eh noch. Flash ist da. Ein Order-Tag mit dem Ignite. Auf E wird ein Fick gegeben. Und Seka, Leute, hat sich wohl in seiner Lane verirrt. Mundo Ghost nicht mehr, wo immerhin ist die noch pleased. Und oben ist alleine. Kann Irene das Ganze vielleicht wieder irgendwie ausgleichen? Mal gucken, Leute. Er läuft hier in Silent Blade. Dann beginnt er direkt mit dem Alpha. Dodge die Kuh. Bekommt einen scheiß Damage. Zieht seine Ulti. Versucht sie aber, sie zum Weglaufen zu nutzen. Das Ganze würde er noch knapp überleben. Obito ist ebenfalls da. 2 gegen 5 insgesamt auf der Botlane. Aber ab irgendwann ist auch Ende. Hat sein Sharingan awakened. Und holt sie ab. Ich glaube, das war eine schlechte Naruto-Referenz. Ey Leute, falls ihr euch Naruto ansehen. Der war kacke, oder? Nein, er hat sein Kamui benutzt. Bam, Alter! Er hat sie zu Tode Kamui. Perfekt. Ach, Leute. Nochmal die Turmkurve gekratzt. So wie Irony fast abgekratzt wäre gegen den Rap-Off. Aber hey Leute, schaut es euch an. Ist es nicht schön, wie 100 am Esse gerade ist? Oh, der Bait. Oh, der Bait. Obito, Leute. Hat sein Kamui, hat sein Sharingan, aber ist zu blind, um zu sehen, dass MF actually gerade bis eben noch tot war. Was soll die Kacke? Hey, Leute, nicht mit Irony. Er hat 6 Augen. Der erkennt das. Oh, Leute, warte mal. Wir sind noch. Es sind immer noch Platings da. Es ist so viel passiert und es sind immer noch Platings da. Was zum Fick? Oh, 100 kommt hier nicht weg. Die Kuh connected. Der Damage ist da. Iron im 1 gegen 1 gegen Ivan. Leute, das wird dir nicht jucken. Er wird ihn gleich wehen. Er wird ihn gleich kleppen. Oder wird ihn einfach ehen. Das geht auch. Der hat schon Trinity fertig, Leute. Minute 15. Trinity Force. Aber er hat eins vergessen, Leute. Seka farmt nach. Seka wird kommen, Leute. Guckt es euch an. Diese wunderschöne Order-Tag-Animation. Als hätte er in seinem Leben noch niemals etwas anderes gemacht. Naja. Soll ich sagen, was ich mich manchmal frage? Was zum Fick sehe ich gerade? Hat Lux versucht, Nidalee umzubringen? Oder was war das für ein Ulti? Sag mal, der greift immer noch fröhlich den Tower an. Ich werde tanken gleich auch noch. Oh mein Gott. Seka war schlau genug, um rechtzeitig wegzugehen. Ehre, Leute. Ehre. Ich muss sagen, also itemtechnisch ist das Game sogar irgendwie normal.
Ich sehe kein komisches Item, wo ich sage, boah, ey, nee, Mann, das geht gar nicht. Oder? Doch. Ich frage mich gerade, ist das hier überhaupt Eisen? Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Und das fühlt sich auch nicht richtig an. So, ist es Eisen? Sag mal, ist Seka immer noch am... Seka ist immer noch im Tower, bis sie... Seka... Oh, Leute! Obito hat hier Marumia gefunden. Weggekommen, Combo. Cleaner Kill, Leute. Cleaner Kill. Muss der Gegner nicht... Irgendwie erstehen dann, damit man ihn umbringen kann? Ehre, Mann. Oh! Mein Gott, wurde die Ehre genommen. Morgana Ulti, zweiter Pop ist da. 100 mit dem Double Kill. Oh, er ist tot. Bro. Alter, Leute. Leute, komm, da kann man kurz klatschen. Also ohne Witz, wenn Markus kein Honor für Tiltproof und Playmaker gleichzeitig bekommt, weiß ich auch nicht weiter. Aber wir haben den Fight. Die Nico Ulti trifft hier beide. Der Slow auf Irony hilft leider nicht. Der läuft einfach weg. Der läuft einfach weg. Oh, Alter, mein Auge juckt. Sag mal, willst du dich deine Ulti poppen, damit du... Alter, Eternal ist einfach. Exhaust ist drauf. Ortec QE. Aber Marumia ist ein bisschen zu sehr gefeedet. Digga, Irony. Wieso? Ach, ich finde den Namen einfach zu geil, Leute. Er heißt einfach mal Irony. Und die Neko ist jetzt. Langer Snare ist drauf. Cool, Leute. Der Schaden reicht nicht aus, um Leute voll zu bürsten. Müsste aber verdammt viel. Warum hat 100 sich gerade hochgehielt? Okay, das Gold geht eigentlich klar, ne? Ich meine, Devil Slayer hat 2000 Gold. Es wird ausreichend genutzt. Vielleicht noch eine Blasting One oben drauf. Aber ich verstehe das einfach nicht. Warte, warum hat die eine Chain Vest? Was will er sich kaufen? Warte mal, warum hat Mundo BF? Oh mein Gott, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht in diesem Game. Und warum... Warte, Moment. Er hat sich seine Träne erst nach seinem Roa geholt. Krasser Shit. Okay. Meine Teams pimmen sich gerade ein bisschen gegenseitig an. Die MF-Ulti. Wow, hat eigentlich den Damage ziemlich gut durchbekommen. Ich glaube, das Game sollte hier auch over sein, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Obito versucht ja abzuhauen. Sein Kamui kann ihn nicht retten. Er kann zwar sich zwar teleportieren, aber er kann sich nicht gut genug wegteleportieren. Vor Marumia! Oh, nein, scheiße! Warte, Nick Ulti wird hier gezogen. Irony ist hier gerade ist hier am Weglaufen. Ist unter Tower. Wird hier noch jemand sterben? Wird sich jemand exekuten lassen? Sieht gerade ein bisschen schlecht aus. Ich sehe gerade, dass er sie Ivan ein bisschen Bock hat. Und Jinx Ulti connected von 100. Irony ist zwar tot. Skitter ist aber ebenfalls tot, Leute. 100 geht aufs Lake mit diesen Ultis. Obito ist ja auch gerade drin. Er hat sich Devil Slayer abgeholt. Ist ein Jump. Ist es ready? Wird er abhauen? Er slowt hier den Ivan. Jumpt hier weg, ist weg, das Binding connected, er ist gesnared, Morgana Ulti ist drauf und Seka mit dem ersten Kill. Das Late Game wird hier bei ihm groß geschrieben, deswegen auch das BF, Essence Reaver möchte ich hier sehen, oder was kauft er sich? Stimmt, hört er sich Blutdürster. Ey Leute, der Markus trifft echt viele Skillshots, er ist zwar blöd, man hat sich irgendwie, hat sich auf dem Auto-Attack-Fight mit Nidalee eingelassen, aber das ist okay, Leute. Oh Leute, ihr wisst genau, wie das ist. Wenn das Sharingan einmal da ist, wenn die Power da ist, dann sucht ihr euch die Pussys und fickt sie komplett weg. Leute, die Tode von Marumia, alle beide, kommen von Obito. Hat er gerade den? Er hat ihn gesundet. Rift Herald. 18. Minute. Ey, das Game fühlt sich schon an, als wären wir 30 Minuten drin. Ich weiß nicht, Bronze bzw. Eisen Games fühlen sich immer sehr langsam an. Die fühlen sich echt sehr, sehr, sehr langsam an. Oh, Leute, Irony will reingehen. Ich rieche es doch. Ich rieche doch diese Irony. Okay, oh, warte, mir fällt das jetzt so. Obito hat einen Double Buff. Jump weg. Flasht weg. Wird ja weiter gechased. Der Snare, der connected. Er jumpt hier nochmal weg. Macht den Kreiselficker, wird er sich noch den Kill abholen. Oh, Leute, Skitter hat so knapp überlebt. Irony mit dem Alpha geht rein. Zerschnetzelt sich hier schon mal durch Devil Slayer durch. Der Speer, der sitzt. Der Follow-up-Damage durch die Q. Keine Chance. Alle sollten hier eigentlich gerade verrecken. Ivan poppt seine Ulti. Das Binding sitzt. Seka. Sag mal, Seka, was machst du?
Und warum hat Ivan nur 180 Stacks? Leute, das ist ein Anzeigebug, das sind keine 18. Es ist einfach, ne, ihr seht auch bei Loons sind. Das ist einfach so ein Bug. Ist doch mal. Leute, guck mal, ihr könnt die Wand durch meinen Kopf sehen. Krass, oder? Was ein Greenscreen nicht alles machen kann. Rift Herald aus der Base? Leute? Leute? Warte mal, warum stimmt Silent Blade? Nein, der stimmt gar nicht, doch, er stimmt. Aber er hat das Leben getauscht wie das von Obito. Oh shit, Leute. Markus geht hier rein. Engage, also. Leute, ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Markus spielt das super gut. Also, ich weiß nicht, ob Markus blöd ist oder Genie. Aber wow, der war alleine auf der Lane. Sag mal, wo, guck mal, Leute, 100 hat 6 Kills. Und das alles nur dank Markus. Sag mal, wo ist der Rift Herald? Ist er schon tot? Oder ist er Botlane gegangen? Oh. Er ist Bot gegangen. Er ist echt Bot gegangen. Sag mir jetzt nicht, dass Irony sich ein GA holt. Alter, Keule. Oh. Okay. Das war debated. Das war echt ziemlich hart debated. Irony macht sich auch schon gleich sofort auf den Weg. Jetzt die Frage, Leute. Kann er Nico umbringen? Nico poppt hier sofort die Ulti. Scheiße, viel Damage. Oh mein Gott. Digga, wow. Der wurde ja vernichtet. Das Binding, das sitzt. Morgana Ulti ist nicht ready. Er müsste noch ein weiteres Binding treffen, um sich hier vielleicht den Kill abzuholen. Zieht ihre W für die Bonus-Movement-Speed. Das Binding, es sitzt nicht. Werden wir noch eine EQ sehen. Genug Damage durch die EQ, um sich hier den Kill abzuholen. Die E sitzt. Und man ist hier auch weg, Leute. Devil Slayer, sehr solide Performance. Abused Nico so gut wie es geht. Item-technisch ist das Game actually normal. Mehr oder? Ich glaube, das ist das erste Eisen-Game, beziehungsweise Bronze-Game, wo ich sehe, dass jeder irgendwie normale Items hat. Oder? Ich meine, wir könnten drüber streiten, ob der GA auf Yi jetzt gut oder schlecht ist. Also zu diesem Moment des Games, ne? Aber die Ulti direkt ins Gesicht von Skidder. Holt sich den Kill ab. Markus ist, glaube ich, ein klein wenig am Tilten. Obito in der Backline hat sich hier den ersten Kill abgeholt. Zack. Der zweite sollte hier. Oh, Leute. Nevermind. Kriegt gerade selbst ziemlich hart aufs Maul. Konnte sich nicht den Devil Slayer noch abholen. Silent Blade war hier gerade ein bisschen busy. Ich weiß gar nicht, was er auf der oberen Seite der Map gemacht hat. Okay. Also ja, über den GA lässt sich streiten, aber und auch, also zu dem Zeitpunkt, wann er sich den GA kauft, ne, aber GA ist generell ein Item, wo man sagt, ey, jo, auf Yi ist das gar nicht mal schlecht. Und, ja, okay, Seka hat noch seinen BF, aber Seka ist, der spielt, glaube ich, in einer anderen Liga. Der spielt, glaube ich, echt in einer völlig anderen Liga. Also das ist schwer zu sagen. Ganz, ganz schwer zu sagen. Okay, Leute, wir haben den Push. Das könnte auch wahrscheinlich der Final Push sein. Ihr wisst doch Bescheid, wie es heißt, Leute. It's the Final Countdown. Wow, das Binding hat eigentlich ziemlich viel Damage gemacht. Ey, warte mal. Hat er sich gerade einen... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. All Attack Q, Leute. Ich muss Ivan lassen. Seine Animation canceln. Sind on point. Obito alleine drin in den drei Leuten. Springt nicht raus, sondern springt wieder rein. Und der erste Kill von 100 wird abgeholt. Er ist schon gottlich. Nasus poppt seine Ulti. Werden wir den Slow sehen? Nein, Irony ist drin und schnetzelt sich ja mehr oder weniger halbwegs durch. Hat nicht genug Damage. Hat kein Conqueror dabei. Der GA, er prompt gerade, Leute. Aber Irony mit seinem Dark Harvest hat sich hier einen Stack abgeholt. Weiterhin am Angreifen. Neko mit der Ulti. Neko, nie. Und der Kill auf 100 wurde abgeholt. Oh mein Gott, er hat nicht connected. Hat er noch seine Q ready? Nein, aber ein Auto-Tag. Brennt er aus? Wird er es überleben? Er wird es überleben. Wird vielleicht von den Minis geexecutet? Nein, wird er nicht. Und sie enden jetzt wahrscheinlich das Spiel. Oh, Leute, a new challenger approaches. Markus ist am Start, hat seine Ulti ready. Läuft rein. Ulti auf nur eine Person. Das Binding sitzt ebenfalls mit der W drunter. Wird es lang genug überleben? Und er überlebt es lang genug. Holt sich hier den Kill ab. Holt sich auch noch Neko ab. Digga, Markus ist mein MVP. Leute, Markus ist mein MVP. Okay, also Leute. Wenn ich diesem Game eine Spannungskurve geben würde, dann wäre es so. Der Anfang, dann geht's nach unten, dann geht es so, und dann geht's nach oben, weil dann die Leute fighten und dann stellt sich raus, dass 100 actually am Smurfen ist. Leute, 100 ist actually am Smurfen. Und sein Team hält ihn zurück. Sein Team hält ihn einfach zurück. Und sag mal, was will Mundo mit diesem dreckigen BF-Sword machen? Was will er mit diesem dreckigen BF-Sword machen? I don't understand. Okay, Leute.
Devil Slayer. Der Devil Slayer. Hat sein Rabadons fertig. Sollte unglaublich. Aber weiß eigentlich Markus, dass er Redemption auch benutzen kann, um seine Leute zu healen? Oh Leute, der Speer, der war hier schon ein bisschen close. Die Lux Ulti, oh Leute, Zeka ist geslowt. Zeka ist geslowt, Zeka ist geslowt. Oh mein Gott, der wird ja komplett vergewaltigt und lebendig gefressen. Warum zieht sie den okkulten Speicher? Oh, Neko mit der Ulti. Connected auf Markus. Der Catch ist da. Und das Game ist hiermit zu Ende, Leute. Keine Chance, um das Ganze hier zu deffen. Also 100 und irgendwie und müssen ziemlich krass spielen. Irene denkt sich auch nur so, fickt euch, Leute. I'm out of here. Geht erstmal rein. Haut den Marumia erstmal auf Half-Life. Der Speer, da sitzt Marumia Chase. Das Ganze wahrscheinlich aus. Ist ja der Longjump da? Jo, der ist da. W mit Q. Tot gebürstet. No chance. Ivan stackt den Nexus nochmal ab. 250 Stacks nach 25 Minuten. Obito, oh, mit dem Assassin Play, aber keine Chance. Das Game ist hiermit offiziell zu Ende, Leute. Geht in die Beschreibung. Schaut nach, wer ist für euch das nächste Super Eisen. Und Leute, ich bin auch erstmal weg. Tschö, tschö, haut rein und frohe Weihnachten euch.